Herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal von Blankenburg. Wir spielen gemeinsam wieder Crusader Kings 3. Sehen hier vor uns unseren aktuellen Herrscher Giselher, den dritten von Blankenburg und seinen Sohn und Thronfolger, den Prinz Ludolf von Blankenburg, 21 Jahre alt und seit der letzten Folge auch hier Herzog und Graf von Utrecht. Exakt. Ja, wir sind hier aktuell noch in einem Krieg verwickelt, den unser Verbündeter hier führt, nämlich die Ostfranken führen hier Krieg gegen die Luxemburger, möchten hier ein Stück Land erobern. Das lohnt sich allerdings kaum und ja, unsere Truppen sind aktuell auch nicht ausgehoben. Wir sind ja immer noch geschwächt durch diesen Krieg, den wir letztes Mal hinter uns gebracht haben. Hier wird aktuell munter durch die Gegend gelaufen. Ich bin mir ehrlich gesagt unschlüssig, was wir machen sollten. Sollten wir hier... haben die wohl Beute gut dabei? Wollen wir jetzt hier tatsächlich noch einsteigen gegen 10.000 Mann und da sind nochmal irgendwie 5 dahinter? Liebe Leute, ich glaube, das hat keinen Sinn. Dieser Krieg ist definitiv verloren. Ja, ich hätte gesagt, wir lösen mal dieses Heer hier auf und prüfen mal, was es hier gibt, denn wir haben auf jeden Fall einen neuen Vorzug, den wir hier freischalten können. Ja, wir könnten hier die Titelschaffungskosten reduzieren. Finde ich ganz interessant. Es gibt, glaube ich, noch Titel, die wir schaffen könnten. Fremde Angelegenheiten nicht so interessant. Meinung anderer Vasallen ist allerdings auch spannend. Meinung unabhängiger Herrscher plus 15. Ach, wisst ihr was? Das tun wir. Das passt zu uns, glaube ich, ganz gut. Wenige Ritter, ja, ist tatsächlich ein Thema. Ich würde fast mal den Magnus hier in Erwägung ziehen. Ist zwar etwas teurer, aber auch schon etwas älter, aber ein hervorragender Kämpfer. Ich glaube, der wird sich hier in unserem Heer gut machen. Ja, ansonsten ja, ist der Stand hier ganz gut. Unser Sohn im Übrigen, dem würde ich mittlerweile mal verbieten, hier in unserer Armee mitzukämpfen. Ja, denn er ist ja unser Ratsmarschall und wir möchten, glaube ich, in der aktuellen Situation auch nicht mehr mit 46 Jahren unser Erbe riskieren, denn... wir haben ja ansonsten nur Damen aktuell und unsere Frau ist, glaube ich, mittlerweile auch heraus aus dem fruchtbaren Alter. Ja, alle Armeen ausheben können wir, machen wir allerdings nicht. Wir haben den Gast an den Hof geholt und jetzt lasst uns hier mal den Rat überprüfen. Hier sieht noch alles gut aus, Militär passt auch. Hier haben wir nichts ausgehoben aktuell, wir sind ja im Krieg. Also hier gibt es nichts zu tun. Was ich gerne mal machen möchte, ist die Gefangenen hier zu überprüfen. Vielleicht ist da ja auch noch ein geeigneter Kämpfer dabei. Bei ihm sehe ich das allerdings nicht. Ein humpelnder Einbeiniger. Können wir hier denn was verlangen? 5 von 10, da kommt da jetzt abzuwarten. Bringt, glaube ich, nichts. Ein niedrig geborener. Nein, das ist Quatsch. So ein katholischer Sachse, Ludolf. Warum der bei uns in Kerker ist, wissen wir nicht. Ach, der ist auch nur im Hausarrest. Da muss ich das vielleicht doch nochmal prüfen. Fehlgeleiteter Krieger. Na, wisst ihr was? Den werde ich gegen ein schwaches Druckmittel gehen lassen. Stelian. Oh, ein guter Kämpfer. Warum ist er hier? Slowianskanisch. Er ist ein Plünderer.
ist allerdings verwundet und vernarbt. Das soll uns allerdings nicht schrecken. Vielleicht können wir ihn ja. Die Bekehrung würde er annehmen und rekrutieren würde er sich auch lassen. Dann lasst uns ihn doch holen. Ich hoffe, er steht nicht dem Tode nahe. Ach nein, das ist diese, da falle ich jedes Mal drauf rein. Das ist diese Liste an Menschen, die er auf dem Gewissen hat. Hier eine Dame. Kriegen wir hier Lösegeld? Nein. Aber ein schwaches Druckmittel. Niedrige Geburt, ja, kommt. Die können wir hier ohnehin nicht brauchen. Ingvar, was hat es mit ihm auf sich? Vielleicht. Ja, da würden wir Lösegeld erhalten. Und Peter haben wir hier noch. 6 Stärke. Naja, geht. Allerdings Glaubenskrieger, katholisch-sächsisch. Wäre fast im Sinne, ihn hier mit zu unserer Ritterschaft dazu zu holen. Vielleicht brauchen wir ihn ja. Ich schau mal eben. Haben wir dann. Ja, doch. Ahaha. Ne, wir haben hier einen 5er Ritter. Also von dem her durchaus klug, dass wir das hier so gemacht haben. Perfekt. So, wir gucken mal, wie weit jetzt hier die Ritter. Ups, da ist nochmal was eingetrudelt. Ich stoppe mal eben wieder. Bis wohin kämpfen die denn jetzt? Und warum hat er so eine schlechte Meinung von uns? Also wir haben jetzt auf jeden Fall wieder gute Ritter. So. Wir hätten die Möglichkeit, und da jetzt ja hier das Kriegsblatt sich nochmals gewendet hat, aber wir sind hier deutlich zu schwach. Das ist genau das Problem, was wir auch immer hatten. Wenn man sich hier mit einem von denen anlegt, dann greift direkt das komplette Heer über und man hat dann keine Chance mehr. Tja, jetzt hier sind noch Wandersleute unterwegs. Das ist eine kleine Räuberbande. Ich würde hier glatt mal das Kriegsvolk ausheben. Ein Ratschlag. Ich höre nicht zum ersten Mal von der großartigen Leistung von Ostisio. Und jetzt hat König Grimald ihn mir an meinen Hof geschickt. Stellt sich vor als Zeichen der Freundschaft zwischen Grimald und mir. Wer ist denn das? Stinowerf Astora. Sohn von Herzog Matthias. Okay. Na kommt. Nehmen wir ihn doch mal. Und vielleicht soll das ja auch das Zeichen sein. Können wir das denn tun? Ne, wir sind jetzt der Vormund, oder? Ist das schon eingesetzt? Beziehung? Ne, König Grimald von Bayern. Warum ist er denn dann bei uns am Hofe? Gefährliche Fraktion? Naja, gut. Eine niedrigere Gemeindekontrolle wird hier in Kohlberg verlangt. Ja, wir sollten tatsächlich mal überprüfen. Klicke ich hier jedes Mal falsch. Das ist doch ein Fluch. Mehr Kontrolle in Gemeinden. Die ist tatsächlich hier sehr schlecht. Das sollten wir vielleicht tatsächlich mal in Erwägung ziehen. Gleich eine Aufgabe für unseren Sohn. Das können wir wegklicken. Können die Bande zu Prinz Ludolf, unserem Sohn, ändern? Nee, das sehe ich jetzt aktuell nicht. Wir könnten Bündnisse aushandeln. Ja, mit unserem Sohn machen wir auf jeden Fall ein Bündnis. Dann sollten wir hier ein Druckmittel einsetzen. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. So, was hat es mit diesen hier zu tun? Asturien? Ja, nee, das bringt uns nichts. Der zieht uns nur in was rein. Die vielleicht schon eher
Westgotland, katholisch, ja. Das ist jetzt wahrscheinlich, weil wir ja diesen Trade aktiviert haben. Hier mit 800 Mann könnten wir auch darüber nachdenken. Das ist unsere Cousine, ja, das passt, denke ich, auch ganz gut ins Bild. Wir könnten wieder Geld vom Papst fordern, sehe ich jetzt allerdings aktuell keinen Sinn darin. Ja, und mächtige Vasallen erwarten Ratsposten. Sie ist untalentiert. Ich würde mal prüfen. Ja, er wäre hier ein guter Geistlicher, den können wir allerdings nicht tauschen. Wir könnten ihn hier in unsere Diplomatenstellung bringen. Da wäre er talentiert. Ja, aus Görlitz hilft uns hier wieder nicht. Na kommt, das werden wir tatsächlich überlegen. Wobei sie auch ein mächtiger Vasall ist. Nee, das klingt unmotiviert. Schaut mal, wir haben so ein schlechtes Verhältnis zu ihm. Das passt, glaube ich, nicht so ganz. Ja, dann lassen wir hier mal die Zeit wieder voranschreiten. So. Gut, da sind die Bündnisse eingegangen. Wunderbare Neuigkeiten. So, das hier dauert irgendwie noch mit dem Ausheben. Dann würde ich hier vielleicht tatsächlich noch das Kriegsvolk mit ausheben. So, Pause. Oder? Stopp. Wir fassen die zusammen. Brechen hier das Ausheben ab. Und ich versuche ihn hier irgendwie zu fangen. Eure Vasallen erklären sich den Krieg. Was ist denn hier los? Oberbürgermeister Lambert von Minden. Ein Vasall von uns. Lambert, Entschuldigung. Und Herzog Benecke von Boxberg. Krieg gegen die Tyrannei von Herzog Benecke. Okay. Er ist ein Vasall in unserem Reich, ne? Und bei ihm haben wir aber ein schlechtes Gefühl. Von dem her würde ich das einfach laufen lassen. Mit 9 Jahren ist er ohnehin nicht so stark. Er ist Teil unserer Dynastie. Ach, Boxberg, das war, glaube ich, die Abspaltung. Ich glaube, da überwiegt jetzt unsere persönliche Sympathie. So, erwischen wir diese Räuberbande hier noch. Der Kriegerorden breitet sich aus. Sehr gut. Wurde auch nochmal angeworben. Also denen hier nachzukommen ist tatsächlich schwierig. Unsere Schwester wurde gefangen genommen. Sie denn nicht? Sie war doch hier Königin von
War sie hier nicht in Lothringen Königin? Ist das verschwunden? Habe ich da irgendwas verpasst? Scheinbar. Da gab es doch einen Kreuzzug. Seltsam. Tja. So, diese Räuberbande hier, kriegen wir die noch irgendwie erwischt? Hier irgendwie ein Wettlauf um nichts. Also wisst ihr was, Leute? Das brechen wir hier ab. Das bringt überhaupt nichts. Jetzt müssen die erst wieder zurücklaufen. Das ist absolut ineffizient hier. So, hier herrscht immer noch diese Scharmütze vor. Ich wüsste gerne, was bei ihm hier... Na, das sollten wir uns vielleicht noch anschauen. Hilft uns die irgendwas? Nee. Haben hier die... Das taucht, glaube ich, bei Ringspiel auf. Druckmittel in eurer Hand, genau. Ja, schaut mal her, wir haben hier noch... Wir könnten ihn jetzt ärgern. Und das ist ja hier unser größter Kritiker aktuell. Ja, wir könnten ein Druckmittel erhalten... Oder das Geheimnis aufdecken. Ich deck das auf. Das bringt uns auch ein bisschen Anspannung, weil wir gerecht sind. Ja. Damit hat er jetzt hier den Trade-Ehebrecher erhalten. So, wir haben hier noch einige Druckmittel. Gegen irgendwelche Leute, die nicht wirklich relevant sind. Na gut. Was haben wir gerade erledigt? Stammesbesitzthema sollten wir feudalisieren. Das kriegen wir gerade nicht hin. Das können wir abklappen. Das haben wir ja ausgeschlossen. Das wollen wir nicht. Ja. Das können wir wieder beheben. So. Den Krieg hier lassen wir jetzt zu Ende gehen. Ich hoffe, das klappt. Ein offenbartes Geheimnis. Sohn von Häuptling. Also, Hostivit heißt er. Sohn von Häuptling. Broivi. Brovoy, Entschuldigung. Hat jemanden einer üblen Sache bezichtigt? Mein Vasall Graf Gendros. Eine Affäre mit seiner Affäre. Okay. Gut. Na gut, da werden wir vermutlich. Probleme bekommen. Mit ihm stehen wir relativ gut, aber Genberger kerkern wir ein. Das ist er hier. Vasall von uns. Na gut, uns bleibt hier als gerechter Mann, glaube ich, gar keine andere Option. Das muss offengelegt werden. Damit sollte er jetzt gleich auch im Kerker verschwinden. Und dann überlegen wir uns, was wir mit der Situation machen.
könnten ihn jetzt theoretisch direkt wieder auslösen. Ach, die Frau ist hier inhaftiert worden. Was bringt sie uns denn? Na kommt. Wir lassen sie mal hier 60 Tage im Kerker schmoren. Oder sagen wir 3 Monate. Sobald das hier auf 4 umspringt, werde ich das Ganze hier beenden. So. Und damit ist die Sache dann auch erledigt. So, Asturien ist hier im Angriff. Gut. Der Krieg tobt immer noch. 77, sobald der vorbei ist, werden wir uns neue Ziele suchen. Benachbarter Herrscher gewann Krieg. Okay. Aber da brauchen wir hier gar nicht angreifen. Da haben wir ohnehin nichts zu gewinnen. Was hat sich denn hier gebildet? Ist das unabhängig? Könnte man theoretisch einen Religionskrieg um eine Grafschaft führen? Was hat sie denn aufzuwarten? 4200 Mann. Und kein Geld. Na kommt. Gelegenheiten nutzen, ne, wenn sich das hier abspaltet. 13 Tage, bis unser Heer hier ausgehoben ist. So. Und wenn wir hier schnell sind, dann passiert hier gar nichts mehr, denn bis sie hier durchgreift, haben wir das Ganze schon in unserer Hand. Schlacht geht los, womöglich. Nein, sie kämpft selbst nicht mit, jedenfalls nicht wissentlich. Ist hier direkt eingenommen, 5 Monate für die Belagerung. Und jetzt tritt hier der Bauernaufstand auf. Na gut, sollen sie doch herankommen. Die Bauern sammelt die Truppen. Das hier ist auch der einzige. Nee, hier unten sind noch mal welche. Na kommt, das kriegen wir hin. Ich würde sagen, wir halbieren das Ganze und ziehen mit den Leuten hier. Ah, Mist, das war natürlich genau der falsche Trupp. Mit denen hier ziehen wir nach da oben. Befehlshaber lasse ich jetzt mal automatisch. So, wir gucken hier mal, was ist passiert. Ein Nachbar wird angegriffen. Na gut, irgendwelche Häuptlinge, Verbündeter des Feindes, das haben wir mitbekommen. Und sein Neffe wurde freigelassen. Gut, Nachbar wird angegriffen, Merseburg, Holberg wird belagert. Und damit hat sich dann auch die Gemeindekontrolle Aufgabe erledigt. So, hier oben ist noch einiges. Ja, wir können hier allerlei Verbündete rufen. Das können wir uns natürlich sparen. Das ist unter Belagerung und wir haben schon wieder einen Vorzug. Ah, jedes Bündnis gewährt uns mehr Diplomatie. Das ist doch gut. Das aktivieren wir direkt. Das passt, glaube ich, zu uns als Diplomat. Hervorragend. Schaut euch das an. Wir haben insgesamt 26 Diplomatiepunkte. Was ist hier? Ah ja, ihr habt den maximalen Vorzugsbonus erreicht. Sehr gut. So, hier. Oh, das ist jetzt schlecht. Bekommen wir die Belagerung vorher fertig? So, oh, jetzt müssen wir langsam sein.
Ich reduziere gleich mal das Tempo. Angeführt durch meine Nöte hat mir Herzogin Wulfrun schon bei vielen Gelegenheiten Rat und Hilfe angeboten, in der Hoffnung, mir die Last meiner Pflichten zu erleichtern. Die Aufmerksamkeit meiner von Wulfrun mir gegenüber hat jedoch den Groll von Graf Prendota geweckt. Wulfrun ist nicht zu trauen, das ist nur ein Plan, um euch auszunutzen, mein Fürst. Wir haben hier sehr gute Beziehungen zu ihr. Ja, das ist ja klar, dass der hier dazwischen funken wird. Mein Vertrauen gilt natürlich nur denjenigen, die es verdienen, können wir hier auswählen. Nein, wir halten uns natürlich ganz an sie. So. Jetzt geht's hier ums Ganze. 7 Tage. Nein, hier kommt's zur Schlacht. Perfekt. Kann ich die hier noch rechtzeitig runterholen? Um hier in diese Übermacht einzusteigen? Das ist jetzt natürlich bitter. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Ne, dann bleibt ihr hier stehen. Durchdachte Diplomatie. Mein Ratskanzler Gräfin Adolf Alof hat hart daran gearbeitet, benachbarte Reiche und Vasallen davon zu überzeugen, dass der Friedensvertrag, den ich mit Jarl Bo von Zeeland eingegangen bin, fehlerhaft, illegitim und ungerecht mir gegenüber ist. Aha, das ist, glaube ich, unglaubliche Arbeit. Moment, ich drücke mal eben Pause. Das ist eh hier drüben. Okay. Könnte man sich überlegen. Jetzt müssen wir allerdings erstmal hier die Situation klären. Ich hoffe, wir kommen hier noch rechtzeitig weg. Und jetzt bin ich tatsächlich am Überlegen, ob wir zumindest unseren Bruder hier mit dazu holen. Aber der mit seinen 700 Mann, der bringt uns natürlich hier auch wieder wenig. Ich guck mal, was wir tun könnten. Wichtige Vasallen hier, bla bla bla. Hier tauchen jetzt die Leute, die ich hier dazu rufen könnte, erstmal nicht auf. Das sind die Schlachten, die sind irrelevant. Kann ich das hier irgendwie machen? Nein, hier finde ich die nicht. Wartet mal, ich sehe hier noch eine andere Chance. Wir können doch hier noch unseren Kriegsorden dazu holen. Na, passt auf, wir bleiben hier stehen. Die sind schon rausgelaufen, da kommt dann, treffen wir uns hier hinten im Wald. Mist. Und dann zieht ihr mal noch hier mit rein. Nehmen hier den Großmeister mit dazu. Und die Launen und Wendungen des Schicksals haben hier zugegriffen. Der Jarl. Okay. Nun gut. Kein Tag zu früh ist er verstorben. So, minus 18 haben wir hier. Jetzt ausgeglichen. Ah, das kriegen wir wieder nicht gerissen, Leute. So ein mächtiger Gegner. 24. Ja, kommt, ich versuche hier... Was ist denn jetzt los? Schon verloren oder lag das... Ah ja, das lag daran, dass ich jetzt rausgezogen bin. Wohin ist denn der Rest von unserem Heer geflüchtet? Ah ja, die flüchten jetzt beide. Das ist gut. Dann führen wir die kontrolliert wieder zusammen. Und dann würde ich jetzt aber tatsächlich nochmal überlegen, wer ist denn hier gerade nicht in irgendwelche Kriege verwickelt? Das Ostfrankenreich ist hier mit dabei. Bayern ist, glaube ich, noch verbündet mit uns.
Oder? Nee. Sind nicht verbündet mit uns. Mit wem haben wir denn aktuell noch ein Bündnis? Hm, 900. Prinz Ludolf. Ja, mit 175 brauchen wir ihn nicht dazu rufen. Westfranken, die sind allerdings gerade, glaube ich. Ne, die sind hier in so einem Minikrieg. Könnte ich ihn denn mit dazu rufen? Was würde mich das denn kosten? 350 Prestige. Wen haben wir denn noch? Die Gräfin. Die ist weiter weg. Unseren Bruder. Na kommt. Da müssen wir Dynastiepunkte einsetzen. Das möchte ich ehrlich gesagt auch ungerne tun. Den Fürstbischof Dago, na, da bringt uns ja auch nichts. Nee, wir sammeln hier unsere Truppen jetzt wieder. Wir haben doch genug. Flüchten beide nach hier unten. Dann führen wir da alles zusammen. Und greifen hier nochmal durch. Kann ich hier noch nicht zusammenführen, aber immerhin der Johanniterorden ist hier gegründet worden. Ich drehe mal das Tempo wieder ein bisschen hoch. So, und zum Abschluss dieser Folge wird ein Kreuzzug ausgerufen gegen die heiligen Stätten von Jerusalem. Gut. Meine Krieger werden bereit sein. Ja, da mischen wir mit. Ein leerer Ratsposten, das klären wir noch schnell. Unser Ratsspitzel ist hier verstorben. Wer käme denn da in Frage? Unser Graf und Vasall Jasper von Arnheim. Na, ihn hier, den möchte ich raushaben. Den betrachte ich so ein bisschen als unseren Antagonisten. Ja, kommt. Der bietet sich an. Gutes Verhältnis mit plus 80. Das passt hier, glaube ich, ganz gut. Und ja, wir sehen es hier. Unser Ratsmitglied Till Burger starb an Altersschwäche. Wie alt war sie denn? 74. Na gut. Feindliche verbündete Kombattanten getötet. Peter. Okay. Mitglieder des gemeinen Volkes. Und zwei unserer Grafen wurden hier gefangen genommen. Gut. Ah, deswegen ist das Bündnis mit Bayern ausgelaufen. Noch eine Fraktion, nun gut. Das sollten wir aber vielleicht in dieser Folge nochmal angehen, denn die Bayern sind ja hier durchaus kompetent. Na? Wo ist denn das Freundschaftskomplott? 11 Monate, das lassen wir laufen und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer von Blankenburg.